Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um die 6 Geheimnisse hinter einem erfüllten Leben gehen. Warum Geheimnis? Ganz einfach, weil Geheimnis ein Wort ist, was die Aufmerksamkeit bündelt. Ich bin gerade auf YouTube dabei, eine Playlist zu erstellen, die heißt Werde Sprachmagier, und da geht es um einzelne Wörter, die extrem viel Macht haben, die extrem viel transformieren, verändern können, zum Guten wie zum Schlechten. Und um dich selbst zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, habe ich diese YouTube-Playlist erstellt, Werde Sprachmagier. Da ist jetzt jede Woche ein neues Video, geht dort online. Und wenn du Interesse hast an diesem Thema, einfach mal schauen. Das sind ganz kurze Videos zwischen 1 und maximal 3 Minuten in der Regel. Aber zurück zu unserem Thema. Geheimnisse, warum wir erfüllt sind, Geheimnisse, warum wir uns reich fühlen, und zwar nicht auf Basis des Äußeren, sondern auf Basis des Inneren. Stell dir vor, du hast dieses Bild, dieses innere Bild, dir geht's gut, du bist glücklich, wenn du endlich einmal reich bist oder wenn du endlich einmal deinen perfekten Partner hast oder wenn du endlich einmal was auch immer hast. Ist das wirklich so? Du kennst es vielleicht, du hast vielleicht schon mal ein Ziel gesetzt, du hast dieses Ziel vielleicht auch erreicht und du warst dann mega happy und nach ein paar Tagen war es ungefähr so wie shoppen gehen, wie einkaufen gehen, es war irgendwie vorbei, es war nicht mehr so der Burner. Und um was es heute geht, sind die 6 Grundbedürfnisse nach Anthony Robbins, die jeder Mensch hat. Weil das ist das, was dir wirklich Erfüllung gibt. Nicht das, was im Außen passiert, sondern der Bedeutung, dem du dem im Außen beimisst. Und je nachdem, wie du strukturiert bist, je nachdem, was dir persönlich wichtig ist, sind bestimmte Dinge in deinem Leben sehr wichtig, andere weniger wichtig, und dementsprechend fühlst du dich. Das heißt, wenn du entschlüsselst, was deine wichtigsten Grundbedürfnisse sind, also du hast alle 6 Grundbedürfnisse, aber was sind die wichtigsten? Wenn du das weißt, kannst du in deinem Leben anders handeln, anders reagieren und ein erfüllteres Leben führen, weil du weißt, was du brauchst. Und du kannst übrigens jedes Grundbedürfnis auf eine positive und auf eine negative Art und Weise bekommen. Das heißt, vielleicht ist ein Grundbedürfnis von dir überhaupt nicht erfüllt und deswegen hast du bestimmte Muster, bestimmte destruktive Muster ablaufen, die eben dieses Bedürfnis auf eine negative Art und Weise erfüllen. Was das bedeutet, zu dem kommen wir mal gleich. Das erste Grundbedürfnis ist Sicherheit. Das ist klar. Also jeder Mensch will Sicherheit haben. Stell dir vor, du würdest nicht wissen, ob du im nächsten Moment sterben würdest oder nicht. Du würdest nicht wissen, du fährst im Auto zum Beispiel und alle Alarmanzeigen gehen hoch und das Auto raucht. Du würdest wahrscheinlich stehen bleiben, sofort. Ja. Warum? Weil dir Sicherheit wichtig ist. Dieses Bedürfnis ist universal, wird oft von vielen unterschätzt, auch von mir. Ich habe das erste Mal, wie ich mich mit dem Thema Werte beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, Sicherheit ist so gar nicht mein Thema. Ich will Freiheit, also so das Gegenteil von Sicherheit. Ich will das, was mich frei macht, ich will mich bewegen können und so weiter. Ja klar, aber um mich frei bewegen zu können, brauche ich Sicherheit. Sicherheit ist sozusagen die Voraussetzung für Freiheit. Wenn du dich hoch und unsicher fühlen würdest, egal ob materiell oder psychisch oder spirituell oder was auch immer, vollkommen egal, wirst du nicht so handeln können, wie du handeln könntest, wenn du einem Gefühl der Sicherheit bist. Und da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie man sich Sicherheit holen kann. Das eine ist eben viel Geld verdienen. Das ist für manche im Westen hohes Sicherheitsmerkmal. Für andere ist es eine Beziehung zu haben, eine stabile Beziehung zu haben, wo man weiß, okay, da kann man immer zurückkommen, immer zurückkehren und da ist jemand, der wartet auf mich. Umgekehrt, das können auch die eigenen Kinder dann sein, auf die man ein Leben lang irgendwie eine Verbindung hält. Ja, es kann destruktiv oder konstruktiv sein, das ist vollkommen egal. Das Bedürfnis kann so oder so erfüllt werden. Es kann aber auch sein, dass man eben zwanghaft bestimmte Dinge tut. Oder auch Sicherheit ist zum Beispiel, wenn du immer dasselbe Essen isst. Ja, ich muss gestehen, ich mache das echt sehr häufig, dass ich in Restaurants die Gerichte bestelle, wo ich weiß, die sind lecker. Ja. Das ist eine Form von Sicherheit. Und wenn du genügend Sicherheit hast, also wenn du unendlich viel Sicherheit hast, wie wird dann das Leben? Das Leben wird langweilig. Du willst Abwechslung. Zweite Grundbedürfnis, Abwechslung im englischen Variety nach Anthony Robbins. Du willst was erleben, du willst Abenteuer haben, du willst, dass dieses Leben einmal anders ist. Nein, das sind die Menschen, wo das Grundbedürfnis stärker ist als Sicherheit. Die Menschen, die auf einer Party auf jeden Fall die ganzen fremden Menschen zuerst ansprechen oder überhaupt vielleicht nur fremde Menschen ansprechen und sie nicht zu den Freunden hinsetzen, die sie eh schon seit 20 Jahren kennen. Eben, die vielleicht verschiedene Gerichte jedes Mal was anderes ausprobieren. Die
etwas erleben wollen, etwas tun wollen, was sie zu nie zuvor getan haben. Die vielleicht auch ständig irgendwie eine neue Herausforderung, ein neues Risiko, eine neue Abwechslung suchen. Das dritte Grundbedürfnis, Wirksamkeit, im Englischen Significance, ein Grundbedürfnis von jedem Menschen. Das heißt, dass das, was du tust, irgendwie Wirkung zeigt. Stell dir vor, du würdest das Baby schreien und niemand reagiert auf dich. Zack, nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht gegeben, sondern auch das Bedürfnis nach Wirksamkeit wird nicht erfüllt. Du tust etwas und es hat überhaupt gar keine Wirkung. Deswegen ist es für uns Menschen, psychologisch betrachtet, brutal, wenn wir ignoriert werden. Also es ist nicht so schlimm, wenn du angegiftet wirst, wenn du Hassbotschaften bekommst. Da bekommst du nur eine Form von Aufmerksamkeit. Aber wenn du einfach vollkommen ignoriert wirst, gar keine Resonanz bekommst, diese Hochstresssituation für uns Menschen. Warum? Weil das Bedürfnis auch Wirksamkeit, dass das irgendwie eine Auswirkung hat, was wir tun, dass das eine Bedeutung hat, dass überhaupt unser Leben Bedeutung hat, dass das, was wir tun, eine Bedeutung hat, einfach untergraben wird. Sehr, sehr wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen. Ein weiteres Grundbedürfnis, Liebe und Verbindung. Das heißt, dass wir in Kontakt mit Menschen sein wollen, dass wir Nähe zu Menschen haben wollen, dass wir geliebt werden wollen. Und da gibt es auch die skurrilsten und auch schönsten Methoden. Ne? Also gibt es bestimmte Menschen, die wollen sich mindestens ein bis zweimal im Jahr verlieben. Die haben so, wie nennt man das, Partnerhopping, Partnerdropping ist eine Form, das irgendwie ständig aufrechtzuerhalten. Also die Verbindung immer wieder zu erneuern. Ne? Es gibt andere, die das wirklich leben können, auch in einer Ehe leben können, die wirklich diese Liebe aufrechterhalten bleibt. Dann gibt es wieder andere Menschen, die das erzwingen, ne? Vielleicht eigene Kinder haben und die Vorstellung haben, okay, diese Kinder sind es dazu da, mich zu lieben. Kann eine sehr destruktive Form von, in Anführungszeichen, Liebe sein. Das ist dann immer die Liebe, die du vielleicht meinst oder dir vorstellst, aber die so gefühlt dieses Bedürfnis irgendwie erfüllt. Tony Robbins erzählt oft das Beispiel von jemandem, der erzählt, dass er das dritte oder vierte Mal einen Unfall gehabt hat in den letzten Monaten, dass er jetzt mehrmals im Krankenhaus war und er hat gemeint, dass das irgendwie eine Form von Selbstsabotage ist. Und im Gespräch mit John Robbins kommt man drauf, naja, was ist das Bedürfnis, was ist die positive Absicht hinter diesen Unfällen? Und er ist drauf gekommen, naja, diese ganzen Unfälle, dadurch sind Menschen zu ihm gekommen, die haben ihm eben in Anführungszeichen geliebt, also die waren zumindest dort, die haben ihm Aufmerksamkeit gegeben und das war ihm wahnsinnig wichtig. Und dann geht es natürlich darum, das konstruktiver zu lösen. Ja. Tony Robbins hat damit begonnen, eben ihm zu erklären, naja, das ist aber keine Form von Liebe, sondern das ist eine Form von psychischer Vergewaltigung, eine Form von, man zwingt die anderen dazu, man macht ihnen ein Schuldgefühl und man zwingt sie dazu zu kommen, weil man jetzt im Krankenhaus liegt. Und dann noch weitergearbeitet, um einfach dieses Bedürfnis, das da eben bei ihm ein sehr starkes Bedürfnis ist, auf eine andere Art und Weise zu erfüllen. Aber im Unfall könnte natürlich das Bedürfnis nach Wirksamkeit, ja, also wenn ich jetzt einen Unfall habe, super, dann kommen 100 Leute, ja, toll, freue ich mich jetzt so auf die Art, kann genauso dahinter stehen. Wie gesagt, jedes Bedürfnis hat eine Rangordnung. Also du hast jedes Bedürfnis sowieso. Also es ist nicht so, dass du irgendein Bedürfnis nicht hast, aber diese 6 Bedürfnisse stehen in einer Rangordnung. Also das erste Sicherheit, das zweite Abwechslung, das dritte Wirksamkeit, das vierte Liebe und Verbindung und jetzt das fünfte, das Bedürfnis nach Entwicklung. Das ist auch ein zentrales Bedürfnis von mir. Deshalb Menschen, ich habe zum Beispiel sehr früh angefangen, Bücher zu lesen, also Fachbücher zu lesen, mit 11 Denke nach und werde reich gelesen, habe dann immer mehr in dem Bereich gemacht. Vorher übrigens Spielregeln gelesen, also ich habe nie, also kaum Romane gelesen, ganz, ganz wenig. Habe da auch schon angefangen, Spielregeln zu lesen und dann eben Fachbücher sich ständig weiterentwickeln. Habe sehr früh begonnen, Seminare zu machen. Das erste Seminar, was sehr teuer war, habe ich mit 13 oder ich glaube 14 besucht. Und immer mit diesem Hintergedanken eben sich weiterzuentwickeln, sich zu der besten Version seiner selbst zu bringen. Das im Leben, das riesige Potenzial, was man in sich hat, irgendwie auszuschöpfen. Und ich glaube, wie der Anthony Robbins auch sagt, dass wir eben alle nicht mehr annähernd an diesem Potenzial dran sind. Also selbst der Anthony Robbins, der wirklich wahnsinnig viel ausschöpft mit seinen X-Unternehmen und mit seiner Passion, mit seiner Leidenschaft, mit dieser Power, mit der er daran geht. Selbst er sagt, naja, er glaubt, er kratzt an seinem Potenzial. Sehr stark, aber es ist doch noch viel mehr da.
Und Menschen, denen das wichtig ist, die wirklich sich weiterentwickeln wollen, die Veränderung, also so ein bisschen mit Abwechslung gekoppelt, ja, also etwas Neues. Also wenn du dich entwickelst, kann nicht alles beim Alten bleiben, das geht nicht. Ja. Das ist so diese Transformation. Ja. Wenn du vorher eine Raupe warst und dann ein Schmetterling bist, wirst du als Schmetterling nicht ständig auf irgendwelchen Ästen herumkrabbeln. Ja, du bist jetzt ein Schmetterling, du bist eben ein anderer Mensch. Sehr, sehr wichtiges Grundbedürfnis. Dann das letzte Bedürfnis ist das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten. Es kann ein Beitrag für die Welt sein, es kann ein Beitrag für die Familie sein. Das ist ein bisschen ein, in Anführungszeichen, selbstloseres Bedürfnis. Wobei eben, es ist ja ein Grundbedürfnis und es gibt uns ja etwas. Also wenn du etwas, wenn du spendest oder wenn du irgendetwas tust, wofür du nicht wirklich was bekommst oder zumindest finanziell, materiell nichts bekommst, kann das sein, dass das dein Bedürfnis nach einem Beitrag stillt. Im Englischen Contribution. Etwas hergeben, etwas der Welt schenken, etwas jemand anderen geben. Na, im ersten Moment macht es überhaupt keinen Sinn, wenn jemand auf der Straße bettelt, dem Geld zu geben. Du hast davon ja überhaupt nichts. Jetzt rein, wenn man jetzt so materialistisch, so mechanisch denkt, okay, geben, nehmen. Maximal, du hast das Konzept von Karma im Hintergrund, ja, du wirst der Karma abbauen, dann hast du ein egoistisches Bedürfnis, aber so im ersten Moment hat es ja überhaupt keinen Sinn. Ja, aber doch, es erfüllt ein Bedürfnis von uns. Gerade wenn du andere Bedürfnisse von dir gedeckt sind, das Bedürfnis auch Sicherheit und so weiter, ist oft dann, dass das Bedürfnis auch Contribution, nach einem Beitrag stärker wird. Okay, in aller Kürze waren das jetzt die 6 Grundbedürfnisse, jetzt aber das Interessante, okay, was hat das damit zu tun, wie kann ich doch jetzt erfülltes Leben führen, wie kann ich dadurch ein reiches Leben führen, wie kann ich dadurch das Leben führen, was ich wirklich leben will. Der erste Schritt ist, diese 6 Bedürfnisse mal aufzuschreiben und sich zu fragen, okay, was ist denn das wichtigste Bedürfnis für mich? Das aller wichtigste Bedürfnis. Na, vielleicht kann sich das im Leben auch noch ändern, aber jetzt im Moment. Ist es Sicherheit, ist es Abwechslung, ist es Wirksamkeit, ist es Liebe und Verbindung, ist es Entwicklung oder ist es ein Beitrag für die Welt? Oder einfach ein Beitrag. Bei mir zum Beispiel ist es ganz eindeutig Wirksamkeit. Ja? Also es gibt nichts Schlimmeres für mich, als ich tue etwas und es passiert nichts. Ja, oder vielleicht kennst du das, vielleicht bist du schon mal ignoriert worden von jemand. Das ist brutal, also es ist einfach ein brutales Gefühl. Ja. Du sagst, du hast was und andere schaut dich nicht an. Ja. Er schaut aber nicht weg, er tut einfach gar nichts. Als wärst du ein Geist. Das sagt man natürlich auch im Training. Stell dir vor, du hältst ein Training, also wenn du jetzt auch ein Trainer bist, so wie ich, hast da ein super geiles Seminar, die geht wahnsinnig toll und es verändert sich nichts. Keiner setzt das um, keiner hat das Gefühl, irgendwie mehr gelernt zu haben, sondern alle gehen und denken sich, naja, wenn es jetzt heute nicht da gewesen wären, wäre es auch wurscht gewesen. Also, ist zum Beispiel bei mir, bei anderen ist es vielleicht Liebe und Verbindung, Sicherheit, was auch immer, aber es ist immer zu fragen, okay, wenn du ein Bedürfnis nur haben könntest, wirst du sowieso alle haben, ist eh klar, aber welches wäre dir das Wichtigste? Und dir dann die Frage zu stellen, und welches Bedürfnis steht an Stelle Nummer 2? Na, du kannst da einmal alle 6 Bedürfnisse rein, von 1 bis 6, aber so die obersten 2, 3 sind auf jeden Fall die wichtigsten für dich, die stark bestimmen, welches Leben du lebst und wie du dieses Leben lebst. Na, stell dir vor, du bist ein Unternehmer und das Bedürfnis Nummer 1 ist Sicherheit für dich und das Bedürfnis Nummer 2 ist, einen Beitrag zu leisten. Das sind super Bedürfnisse. Wird wahrscheinlich schwierig in unserer westlichen Welt, mit diesen 2 Bedürfnissen Unternehmen zu führen. Möglich, aber es wird schwierig. Oder umgekehrt, du bist eben Unternehmer und dein erstes Bedürfnis ist Abwechslung. Ja, super, super viel Innovation. Ja, dann braucht es irgendjemanden, einen Unternehmer, der auch schaut, hey, dass das Ganze strukturiert wird, dass das Ganze geordnet wird, dass man die Sachen, die funktionieren, auch beibehält, dass man irgendwo das Geld herkriegt und so weiter. Also es ist jetzt kein Bedürfnis gut oder schlecht, es ist einfach nur anders. Tony Robbins bringt auch das Beispiel von 2 Menschen zu einem Paar. Und bei dem einen ist es so, dass Sicherheit an Stelle Nummer 1 ist und Liebe und Verbindung an Stelle Nummer 2. Und bei der anderen Person ist es genau umgekehrt. Also sie haben beide die 2 wichtigsten Bedürfnisse an den 2 ersten Stellen, aber eben genau konträr. Also Sicherheit Nummer 1 oder Liebe und Verbindung Nummer 1. Und natürlich wird jemand, bei dem Sicherheit an Stelle Nummer 1 ist, ganz anders handeln in Beziehung. In dem konkreten Fall ist es um die Kinder gegangen. Das sind immer die Kinder und die Sicherheit der Kinder und dass es denen gut geht, an einer höheren Stelle, als dass da jetzt Harmonie ist, als dass da jetzt Liebe ist, als dass da Verbindung ist, als dass sie mit ihrem Partner gut versteht und so weiter und so weiter. Das heißt,
Es hört sich total einfach an, diese sechs Grundbedürfnisse, aber wenn man mal erkannt hat, welche Grundbedürfnisse weit oben stehen, versteht man sich besser und kann vielleicht auch bestimmte destruktive Muster, die jeden Tag so ablaufen, besser verstehen und dann dadurch auch verändern, dadurch auch auflösen und sagt, okay, ich habe dieses Bedürfnis, ich brauche dieses Bedürfnis, aber ich muss es nicht mehr auf diese Art und Weise erfüllen. Ich muss nicht mehr 3.000 Euro netto im Monat verdienen, um diese Sicherheit zu haben. Nein, ich kann einfach auf eine günstigere Wohnung umsteigen, ich kann dort und da bestimmte Dinge weglassen, dann habe ich auch meine Sicherheit, muss aber nicht mehr so viel schuften. Und so weiter und so weiter. Also das sind nur Fragen, die man sich stellen kann. Da kann man jetzt weit in die Tiefe gehen, aber wir sind schon sehr fortgeschritten von der Zeit her. Das heißt, ich erwähne einmal ganz kurz die sechs Grundbedürfnisse. Mein Vorschlag ist, dass du dir alle aufschreibst und dass du wirklich einmal eine Viertelstunde Zeit nimmst und dich fragst, was ist an Stelle Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und was bedeutet das für mein Leben? Die sechs Grundbedürfnisse lauten Sicherheit, Abwechslung, Wirksamkeit, Liebe und Verbindung, Entwicklung und Beitrag. In diesem Sinne, viel Erfolg, viel Spaß, viel Erkenntnisse wünsche ich dir dabei, mal deine innere Rangordnung deiner sechs Grundbedürfnisse zu finden.